Heute möchte ich euch zeigen, wie ich im Singleplayer den Boss, den Säbelzahntiger an der Pyramide, besiegt habe und welchen Weg ich letztlich bei meinen Experimenten gefunden habe, als, ja, sag mal, eher mittelmäßiger Kämpfer in diesen Spielen sehr gut mit dem Boss klarzukommen. Gespielt habe ich das Ganze auf der Stufe Normal. Ich habe gewartet, bis ich die bestmögliche Ausrüstung mir herstellen konnte, um dann hier in diesen Bosskampf hineinzugehen. Das heißt, meine Rüstung ist aus Bronze und auch meine Waffen sind aus Bronze und ich bin so weit gelevelt, wie es hier in dieser Demo jetzt möglich war. Bei diesem ersten Versuchen hier hatte ich meine Waffen mit einer Mod ausgestattet, die Blutungsschaden verursacht. Das könnt ihr an diesem kleinen Schad-Symbol auf der Waffe sehen, bei den Doppelschwertern zum Beispiel. Außerdem habe ich die bestmögliche Nahrung mitgenommen. Außerdem habe ich mir natürlich Buff-Food mitgenommen, zum Beispiel Maissalat, Premium-Dörrfleisch, Fleisch mit Soße. Schaut euch einfach bei den Rezepten an, welche Buffs ihr bekommen könnt und natürlich auch abhängig davon, welche Materialien ihr zur Verfügung habt, und macht euch dann entsprechend Buff-Food. Um den Sabertooth zu rufen, benötigt ihr ein Opfergefäß. Das bekommt ihr von den Barbarenanführern. Ihr benötigt Bestien Blut, Bestien Knochen und Premium Frischfleisch. Ja, es gibt eben unterschiedliche Stufen hier, die man herausfordern kann, aber wir bleiben mal hier bei der ersten. Oh. Bei meinem ersten Versuch des Kampfes hier mit dem Sabertooth habe ich auf meine geliebten Doppelschwerter gesetzt, weil die ja auch mit diesem Blutmod belegt sind. Aber ich fand das nicht ganz ideal. Aber dazu gleich dann nochmal mehr. Tatsächlich ist es so, dass ihr idealerweise ihn immer im Auge behaltet, so wie man das jetzt hier im Bild sieht. Sonst, ja, seht ihr nicht, wenn ihr euch angreift. Und ich bin der Meinung, dass wenn ihr ihn im Auge behaltet und immer so im Kreis lauft, könnt ihr natürlich einerseits besser ausweichen, andererseits greift er nicht ganz so schnell an. Also in dem Moment eigentlich gefühlt, wo man ihm den Rücken zudreht, da greift er auf jeden Fall an und dann geht ihr natürlich relativ schnell auf den Boden, seid platt, seid betäubt oder sterbt eben auch. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass der Säbelzahntiger, dass der Boss diesen Kreis aus den Steinsäulen nicht verlässt. Denn in dem Moment, wo er dort rausrennt, weil er zum Beispiel hinter euch herrennt, oder mir ist es auch passiert, dass er rausgerannt ist, obwohl ich noch drin war, ja, in dem Moment würde er sich komplett resetten und ihr müsst den ganzen Bosskampf von vorne beginnen. Der Bosskampf hat natürlich sehr viel länger gedauert als das, was ich euch jetzt hier gerade im Video zeige, aber es ist ja immer im Prinzip das Gleiche, ja. Ich renne im Kreis, er rennt im Kreis und irgendwann greifen wir an. Und ja, im Endeffekt habe ich ihn hier dann besiegt. Ich habe allerdings auch relativ oft mich zwischendurch heilen müssen. So, das hier ist jetzt die Methode, die ich gefunden habe, die am schnellsten und am sichersten und einfachsten funktioniert hat. Und zwar habe ich meinen Speer ausgerüstet mit einer Betäubungsmod. Das könnt ihr auch relativ bald schon lernen im Skillbaum und anwenden. Und ja, das macht es vielleicht nicht ganz so spannend, aber es wirkt unheimlich gut. Gerade im Singleplayer und wenn ich, sage ich mal, nicht riskieren will, zwischendurch zu sterben, wenn ich hier meinen Speer werfe und idealerweise treffe ich den
Boss im Gesicht. Das bringt absolut den meisten Schaden. Dann ist das hier die ideale Methode für euch. Ja, es ist die Methode für die Faulen oder für diejenigen, die nicht so gut im Kampf sind. Also ja, es funktioniert hervorragend. Zwischendurch habe ich dann eben versucht, noch immer so ein bisschen Blutungsschaden zuzufügen, was natürlich auch mich zum Bluten gebracht hat. Aber im Endeffekt war es letztlich der Speer, der in dem Fall hier fast overpowered war, wenn du das so willst. Weil, ja, er konnte da relativ wenig noch machen. Hier versuche ich wieder eben ein bisschen Blutungsschaden zusätzlich noch beizubringen, damit auch der Kampf nicht ganz so langweilig ist, sage ich mal. Und das funktioniert enorm gut, ja. Also da kriegt er jedes Mal so richtig viel Schaden. Und ich bin relativ sicher, und das Ganze ging ruckzuck letztlich dann mit dem Speer. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr anstelle des Speers Pfeil und Bogen benutzen könnt. Das habe ich aber nicht geskillt. Ich bin einfach nicht so ein großer Pfeil- und Bogen-Fan. Aber das wäre sicher eine gute andere Alternative auch. Und zwar in Kombination mit einer Betäubungsmod. Ja, was ihr hier jetzt gesehen habt, war im Prinzip der komplette Kampf. Also das waren knapp 2 Minuten oder etwas drüber. Und der Säbelzahntiger war Legende. Jetzt schauen wir uns noch kurz an, was danach passiert. Kann ich noch nicht. Da haben wir erhalten grünen Kristall, blauen Kristall, roten Kristall. Seltene Bestienknochen, Säbelzahn, Bestienfell, ein Zeichen, Implantat. Das ist also sozusagen wohl unser Schlüssel. Nee, das ist der Schlüssel. Und eine zusätzliche Blutenmodifizierung Level 3 haben wir erhalten. Wir haben hier haben wir Level 1 gerade drauf. Da können wir mal gleich eine benutzen. Yay. Nice. Wo ist denn die Pyramide? Da. Komm, lass mich da mal hinreiten. Yay. Ihr könnt natürlich den Säbelzahntiger-Boss mehrmals bekämpfen und besiegen. Allerdings die Aktivierung des Maskenknotens könnt ihr natürlich nur beim ersten Mal machen. Also wenn man das einmal gemacht hat, dann ist das erledigt. So, dann geht's hier rein. Wie viele von den Schlüsseln habe ich? 4 habe ich bekommen. Da sind Kisten. Da gibt es mehr Sonnensteine. Nee, das hat keinen... Ah, dieses andere Ding hat uns doch hier reingelassen. Das habe ich also dann doch richtig verstanden. Gut. Noch mehr Sonnensteine. Ich glaube, da unten kommen wir noch nicht rein. Nee, zumindest jetzt nicht in der Demo. Weiß nicht, ob wir da später reinkommen. Kannst dich mal heilen. Und dann gehen wir hier zu dem Stein. Und hier brauchten wir jetzt 4 grüne Kristalle, 2 blaue, einen roten und einen Schlüssel. Huch, ich tue hier nichts, das macht das Spiel.
So, das heißt, der Maskenknoten Data Update 1 wurde repariert. Hier steht jetzt, du kannst jetzt getötete Stammesmitglieder wiederbeleben und diverse Körperveränderungen vornehmen. Dann machen wir das doch gleich mal. So. Der nächste Boss wäre dann der Nebelfrosch. Dies war erstmal der letzte Guide für Soul Mask. Die Demo läuft noch bis morgen. Und wenn das Spiel dann im Juni auf den Markt kommt, werden wir noch einen sehr viel tieferen Blick hineinwerfen. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da, ein Abo oder einen Kommentar. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann. Ciao.